einmal eine Königin. Sie war die schönste und klügste in ihrem Königinnenreich. Die Schönheit hatte sie von Natur aus, die Klugheit aber verdankte sie einem wunderbaren Saal in ihrem Schloss. In diesem Saal hingen 1000 Spiegel an den Wänden und jeder Spiegel zeigte ihr einen anderen Teil ihres weiten Königinnenreiches. Jeden Spiegel konnte sie alles fragen und sie bekam stets alle Antwort. Eines Tages ging sie wieder in ihren glitzernden Spiegelsaal, denn sie hatte neue Fragen. Sie trat vor einen goldenen Spiegel aus zweifach geschliffenem Kristall. Spieglein, Spieglein an der Wand, warum kann ich eine Zahl nicht durch Null teilen? Frau Königin, ihr seid die Klügste hier und deshalb könnt ihr euer Schloss in Zimmer einteilen. Aber ein Zimmer könnt ihr nicht in ein Schloss teilen. Aus der Null teilen sich alle Teile und Zahlen. Und alle Zahlenteile werden in Summe zu Null. Die Null selbst aber ist kein Teil. Sie ist das Ganze. Die Neugier der Königin war noch nicht gestillt. So trat sie vor den nächsten Spiegel, der die unendliche Sternenwelt über ihrem weiten Königinnenreich zeigte. Spieglein, Spieglein an der Wand, hat eine Singularität einen Horizont oder nicht? Frau Königin, ihr seid die Klügste hier. Und wenn ihr eine Singularität erkennt, dann hat sie einen Horizont. Ist dann allerdings eine Dualität. Wenn ihr die Singularität aber nicht erkennen könnt, dann hat sie keinen Horizont. Sie ist dann aber eine Nihilität. Nun war die Königin schon wieder klüger als zuvor. Doch noch quälte sie eine Frage, die sie schon immer einmal stellen wollte. Sie trat vor den allergrößten Spiegel des Saales, dessen Rahmen mit 100 Edelsteinen geschmückt ward. Spieglein, Spieglein an der Wand, werde ich einmal alles Wissen meines gesamten Königinnenreiches haben? Frau Königin, ihr seid die Klügste hier. Und wenn ihr einmal ewig gelebt habt, dann werdet ihr das ganze Wissen eures Königinnenreiches haben. Dann werdet ihr auch wissen, dass ihr nichts wisst. Denn bis zur Unendlichkeit hat sich alles Wissen aus dem Nichtwissen geteilt. Danach aber wird es dorthin zurückgekehrt sein. Das glaube ich nicht, schrie die Königin empört auf und schlug mit den Fäusten gegen den Spiegel. Das glaube ich einfach nicht. Sie schlug vor Wut darüber, dass sie einmal nichts wissen würde, immer heftiger gegen den Spiegel, bis er zerbarst. Da zerbrachen plötzlich alle Spiegel im Saal. Das ganze Schloss stürzte zusammen und begrub die schöne und kluge Königin unter Marmor, Gold und Edelsteinen. Schnell wuchsen Pflanzen allerlei Art über die Ruine, die bald nicht mehr zu sehen war. Die Splitter der 1000 Spiegel aber verteilten sich über die ganze weite Welt. Niemand weiß heute mehr, wo dieses Schloss einmal gestanden hat. Doch ab und an kann man noch einen Splitter der allwissenden Spiegel finden. Das Märchen ist aus. Geht nun nach Haus.